hast meinen Sand jetzt auch noch getan. Wie sieht denn es eigentlich mit dem Force Grip aus? Einen neuen Partner und der nennt sich Affenhand und hat uns. Haben wir noch Sand? Das ist so viel, was ihr braucht. Ich glaube nicht. Grundsätzlich nicht sonderlich professionell. Tag. Wir sind unterwegs. Zeug kaufen. Was man halt so braucht. Für Sandsäcke. Sand. So, damit niemand meinen Sand klaut, ist mein Sand jetzt auch noch getarnt, Alter. Auf geht's zurück. Ich habe gerade den Sand besorgt und bin jetzt wieder zurück auf dem Weg ins Gym. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 400 Kilo Sand dabei. Damit dürften wir auf jeden Fall in der Lage sein, alle Sandsäcke passend zu befüllen. Ich werde so noch schauen, dass wir unbeschadet und auf einem relativ soliden Weg zurück ins Studio kommen. Ich hatte gerade noch Besuch von Katharina Granz für einen Podcast. Katharina Granz ist Olympia-Anwärterin im Laufen. Sie ist 1500 Meter Läuferin und bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele vor. Hatte einen Podcast und noch mal ein kurzes Coaching bezüglich einer Hüftthematik, die sie noch dazu hat. Und bin jetzt natürlich auch akkurat falsch gefahren. Jedenfalls muss ich schauen, dass ich jetzt hier vernünftig zurückkomme. Und es war ja ein bisschen ruhiger um uns die letzten Wochen, gerade was so Vlogs angeht. Und das Ganze versuchen wir jetzt mal wieder zu ändern. Okay. Während Fritz ganz kurz im Baumarkt ist, um Sand zu holen, weil wir haben Sandbags bekommen von Affenhand, die wir auch noch reviewen werden, aber das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt, will ich ganz kurz mal auf die Ring-Muscle-Ups eingehen. Ich habe ja vor kurzem so Slides hochgeladen bei Instagram von so ein paar Progressionsübungen für den Ring-Muscle-Up und da kam immer die Frage, wie sieht denn das eigentlich mit dem Force-Grip aus? Und genau darauf wollen wir jetzt eingehen. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie man den Force-Grip macht, warum man das Ganze macht und wie Progressionen auch aussehen könnten, damit man halt darin besser wird. Weil die ganze Sache ist einfach essentiell wichtig, um dann später entsprechend hier den Ring Muscle Up machen zu können. Warum machen wir den False Grip oder warum muss er gemacht werden, auch wenn er schmerzhaft ist zu Beginn? Liegt ganz einfach daran, dass wir über den False Grip letztendlich uns ermöglichen, nach der Transition, nach dem Übergang, ja, sauber in der Dip-Position zu sein. Sauber bedeutet in dem Falle, dass der Unterarm sauber vertikal aufsteht, damit wir Kraft aufwenden können, um uns rauszudrücken. Ich zeige es mal ganz kurz falsch vor und dann richtig vor. Falsch wäre nämlich die ganz normale Position, indem wir entsprechend die Handgelenke neutral haben, uns hochziehen und nach der Transition hier reinkommen wollen. Ihr seht, durch diesen normalen Griff, ne, komme ich nach der Transition nicht in den Ring rein, sondern habe ein super überstrecktes Handgelenk und kann keine Kraft aufbauen. Ihr könnt den Test mal machen zu Hause, übertragen gesehen. Wenn ihr das Handgelenk überstreckt und Kraft aufwenden wollt, seid ihr wesentlich schwächer in dieser Position, wie wenn die Last auf dem Handwurzelknochen liegt, der unterstützt wird von dem Unterarm. Deswegen müssen wir in der Zugbewegung, im False Grip quasi, uns hochziehen, die Transition machen und dann also schauen, dass der Unterarm vertikal steht und das Gewicht auf dem Handwurzelknochen liegt. Das ist der Hintergrund. Der ganze False Grip dient letztendlich wie so ein Haken, wie so ein Haken in der Bewegung. Okay, False Grip, wie gehen wir da in die Sache rein? Ganz einfach, ihr legt eure Hand entsprechend in den Ring rein und schaut zu, dass euer Daumen natürlich einerseits den Ring umschließt und zur anderen Seite entsprechend die Finger den Griff schließen. Aber wichtig ist, dass unser Handwurzelknochen, das Handgelenk an sich, entsprechend auf dem Ring aufliegt. Wir haben einen gewissen 90-Grad-Winkel in unserem Handgelenk, welcher entsprechend uns ermöglicht, dass das Handgelenk aufliegt, wenn wir in den False Grip gehen. Ja, und hier ist auch die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, weil Leute am Anfang erstmal Schmerzen haben, in dieser Position quasi zu verharren und dann hinten raus noch Kraft aufzubauen. Deswegen ist zum Beispiel auch Handgelenksmobilität zuerst ganz wichtig, um progressive Übungen in dem False Grip, um den Körper daran zu gewöhnen, in dieser Position Kraft aufzubauen. Ja, also nochmal, wir gehen in den Ring rein, wir setzen das Handgelenk, den Handwurzelknochen auf den Ring auf, Daumen, Finger umschließen das Ganze und wir haben so gesehen einen 90-Grad-Winkel in unserem Handgelenk. Wir haben jetzt gerade geklärt, warum False Grip, wie False Grip und wenn ihr Bock habt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare, kann ich euch noch ein paar Handgelenks-Mobilitätsübungen machen, um da schneller reinzukommen, das Handgelenk schneller daran zu gewöhnen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, was einen erheblichen Vorteil bringt, ist, wenn wir Kreide verwenden. Deswegen kreiden wir jetzt erstmal die Hände ein. Komm mal ran ganz kurz.
Und das Ganze einfach hier auf dem Wurzelknochen, leicht an der Seite, an Daumen und das an beiden Händen. Das reicht vollkommen aus. Wer es einfacher machen will und ein bisschen mehr Kreide zur Hand hat, macht einfach die gesamte Hand voller Kreide. Und dann gehen wir mal rein. Und zwar wollen wir jetzt erstmal nur progressiv das Handgelenk daran gewöhnen, die Position einzunehmen. Dafür könnt ihr erstmal in den Ring Row gehen. Ja, ihr geht hier in den Force Grip rein. Die Ringe sind jetzt entsprechend zu uns zeigend. Und wir versuchen mal, uns lang zu machen in der Position. Die Ringe gehen dabei quer und versuchen mal, entsprechend die Arme lang zu lassen, dass wir hier schön Druck auf das Handgelenk bekommen. Und jetzt halten wir die Position erstmal nur, so für 10, 20 Sekunden und schauen mal, ob wir uns danach leicht reinziehen können. Okay? Da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Übungen. Ihr könnt die Rows machen. Wenn ihr schon advanced seid, könnt ihr später einen Feet Support Pull-Up machen. Ihr könnt dann später einen kompletten Pull-Up machen. Ja? Und dann nach und nach euer Handgelenk dazu bringen, sich an diese Bewegung zu gewöhnen oder an die Last zu gewöhnen. Und wie gesagt, am Anfang ist es schon schmerzhaft. Es wird aber mit der Dauer, mit der Weile entsprechend ja, normal. Der Körper gewöhnt sich dran. Was bedeutet, dass das Hören entsprechend keine Schmerzreize mehr aussendet, sondern das Ganze für normal empfindet. Und dann ist es auch ein Kinderspiel. Aber es ist jetzt super wichtig, erstmal den Force Grip zu lernen, bevor ihr dann entsprechend den Ringmaster abgebt. Okay, das war jetzt ein kleiner Wisch, ne, über die ganze Sache. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Zwei Sachen noch, die ich euch gerne mitgeben würde. Es gibt draußen verschiedene Ringgrößen. Ne? Das ist hier ist ein kleinerer Plastikring und das hier sind größere Holzringe. Ihr wollt als erstes, wenn ihr Anfänger seid und euch dann gewöhnen wollt, immer einen dickeren Ring haben, also die Holzringe beispielsweise, als die kleinen, weil hier in der ganzen Geschichte durch diese kleinere Auflagefläche wir mehr Druck aufs Handgelenk haben, das natürlich ein bisschen schmerzhafter ist. Also machen wir die Eintrittsschwelle, um reinzukommen, das Handgelenk daran zu gewöhnen, einfacher, indem wir dickere Ringe nehmen. Ganz einfach. Und dann, was ich aber häufiger sehe und das möchte ich auch mal ansprechen, ist, dass viele Leute den Muscle-Up so ein bisschen ja, sich schwierig gestalten, weil sie immer nur denken, sie müssten Pull-Up machen und dann in der Dip-Position landen. Dabei, und das ist mein Takeaway für alle, die Probleme haben, entsprechend die Transition zu lernen, ist immer daran zu denken, wenn ihr den Ring-Muscle-Up macht, ihr schaut zur Decke, bis ihr mit den Ringen an der Brust seid. Und wenn ihr an der Brust seid, versucht ihr so schnell wie möglich auf den Boden zu gucken. Dadurch habt ihr einerseits den hohen Zug, den ihr braucht, um die Ringe zur Brust zu bringen und auf die Höhe zu kommen, dann in die Transition überzugehen. Und wenn ihr euch dann denkt, ne, ich gucke jetzt schnell auf den Boden, wenn ich die Höhe erreicht habe, dann habt ihr automatisch diese Körperposition, indem ihr euren Körper in Vorlage bringt und sauber in der Dip-Position landet. Ich zeige das ganz kurz mal vor, mit den Füßen supported, dass ich dabei sprechen kann. Ich ziehe mich so weit wie möglich mit dem Blick zur Decke nach oben und wenn ich merke, dass ich mit dem Ring an meiner Brust angelangt bin, schaue schnell zum Boden, um die Transition hinzubekommen. Ja? Jetzt im Hang. Wir starten, schauen zur Decke und schaue dann schnell auf den Boden und den Oberkörper während der Transition quasi nach vorne zu bringen und sauber zu landen. Und dann ist wie gesagt ganz wichtig, dass wir hier immer noch auf dem Handwurzelknochen sitzen, dass wir den False Grip haben, dass der Unterarm vertikal steht und wir dann uns sauber rausdrücken können. Tada! Okay, so viel dazu. Wenn ihr gerne mehr von so Sachen sehen wollt in unserem Vlog, so kleine Technikhinweise, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn Fritz wieder da ist, befüllen wir die Sandsäcke und wir haben natürlich auch noch eine Dipstation geholt, eine Klappbare, die wir heute noch montieren werden und das folgt im weiteren Video. Also viel Spaß dabei. Hey, will jemand Sand? You missing or you like it up at the top, it's a better view, isn't it? I'm not surprised at all, no way. Hey, what you need, come on, just pay the fee, I supply it all, went up the mountain and the... Wir haben eine Lieferung bekommen und zwar haben wir, Achtung, sponsort einen neuen Partner und der nennt sich Affenhand und hat uns Sandbags vorbeigeschickt. Und hier so einen Hut, Hans, auch. Einen Hut? Und eine klappbare Dipstation, die wir alle ja, in den nächsten Tagen, Wochen testen, analysieren und benutzen werden. Und heute dachte ich mir als allererstes, wie schon festgestellt, wir brauchen dementsprechend ein paar Kilo Sand. Wir müssen jetzt die Sandsäcke befüllen und dafür haben wir uns gesagt, wir brauchen zwei Dinge, Sand
und eine Waage. Und damit wir das vernünftig machen können, habe ich jetzt gesagt, wir machen das hier auf diesem Ding. Da können wir die Waage vernünftig raufstellen und müssen von dem Sand nicht so weit hier rüber. Das heißt, Sandsack befüllen, Handy, Stativ irgendwie dahin und wer Fehler macht, muss in die Eistonne. Du hast voll was im Kopf, ey. Du bist gar nicht so blöd mit Werk und so, ey. Ich bin gar nicht so schlecht, diese, ey. Wenn ihr euch genauso clever anstellt wie wir, dann könnt ihr diesen Chalk-Becher-Eimer auch direkt einfach zum Umfüllen verwenden. Ne? Es ist nicht nur ein Chalk-Eimer, sondern auch ein Umfüll-Sandeimer für die Sandbag. Müsste voll sein. So, das Geile ist, die Vorrichtung hier, du hast so einen inneren, so eine Gebärmutter hier. Ja, die kommt dann zu. Dann wird das hier reingesteckt. Ja, dann wird das hier reingesippt. Und dann hast du hier einen riesen, ganz gut platziert, werbungstechnisch. Ein Affenhand-Zipper. Oben rüber. Und schon kann Nico ein Sandbag wegtragen. 55 oder so? 60? Wie viel haben wir noch? Vier. Vier in Gänze? Drei. Da sind sie noch. Haben wir noch Sand? Ja, das wird meine neue Videostimme, Alter. So, liebe Leute, es ist mittlerweile Tag 2, oder anders gesagt, es ist Freitag, Tag 2 nach der Lieferung von Affenhand. Und heute gehen wir der klappbaren Dipstation an den Leib und Fritz ist schon am Auspacken und befreit das Metall vom Plastik. Das ist so viel, was sie brauchen. Während du jetzt hier am Auspacken bist, kannst du ja mal simultan erzählen, wie der ganze Anbringungsprozess jetzt vonstatten geht. Grundsätzlich nicht sonderlich professionell. Das ist schon mal gut. Werden wir das jetzt... Vielversprechend für ein paar Lacher. Ja. Ja, erster. Werden wir das Ganze jetzt erstmal positionieren, damit auch Menschen wie Nico auf einer Höhe trainieren können, die vielleicht angemessen ist. Weil bisher haben wir ja alles immer nur auf Hobbit-Größe angebracht. Ja, wir reden da von Klimmzugstangen, bei denen ich ausgehangen quasi mit den Zehen auf den Boden komme. Welche Höhe brauchen wir, Nico? Na so, dass wenn man sich rausstreckt, ne, man nicht mit dem Kopf umgegenkommt. Wir machen mal das Folgende. Wenn das wahrscheinlich nicht so vorgesehen ist. Sand? Haben wir noch Sand? So. Mitgeliefert wurden übrigens auch Dübel und Schrauben. Da wir aber so faszinierend starke Wände haben hier, musste Fritz gestern noch im Baumarkt andere Dübel und andere Schrauben holen. So sieht beispielsweise der Dübel aus, der da in die Wand gejagt wird. Ein bisschen wie ein Reagenzglas. Die Höhe ist schon fast so hoch, oder? So. Wir holen mir mal den Saugstauber. So, Friends, nachdem wir jetzt die Höhe, die Position ausfindig gemacht haben, geht es jetzt daran, die Befestigung vorzubereiten. Heißt Montagemörtel, Siebdübel. Wollen wir kurz erklären. The stage is yours. Also wir haben ja die Problematik, dass normalerweise diese Montagesets, die dazukommen, sind für Betonwände ausgelegt. Na, am besten hast du wie so eine Plattenbau, da hast du so schön Stahlbeton und da hält eigentlich alles. Und kannst einen Nagel reinhauen, da kannst du eine Pull-Up-Stange machen, das hält. Wir haben hier ein Gebäude von 1921 oder sowas, vielleicht sogar früher. Das heißt, wir haben alte rote Backsteinwände. Wenn du in so eine Backsteinwand einfach nur einen Dübel reinklopfst oder vorher mit einem Bohrhammer gebohrt hast, dann ist ja da drin der ganze Backstein porös. Und das reißt dir das einfach wieder raus. Und mir hat mal Basti Ladwig gesagt, wenn du willst, dass es hält, mach's einmal ordentlich und nimm Injektionsmörtel und betonier das quasi mit so einem Harz in die Wand. Seitdem mache ich das so und habe auch festgestellt,
kommt mir alles nicht so wirklich entgegen, war ganz positiv. Dementsprechend genau in dieser Art und Weise wird jetzt ein Loch gebohrt, dann kommt ein Siebdübel rein, dann kommt in den Siebdübel Injektionsmörtel, Siebdübel, damit das Zeug natürlich dann hier rausquillt und dann quasi wie rein gepflastert wird, mit Beton reingepackt wird und dann kommt die Schraube mit rein und hier wird dann am Ende die Dipstation rangeschraubt. Ganz geil an den Siebdübeln, die wir haben, die können wir mal verlinken. Die haben so eine Kappe, das heißt, wenn das hier reingespritzt wird, macht man die Kappe hinten rauf danach und dann schiebt man so die Schraube hinterher. Und normalerweise hat man das Problem, dass der Mörtel rausquillt, wenn man die Schraube reinschiebt. Aber so, dass man hier diesen Schutz hat, der hinten drauf ist, den ich jetzt wieder rauspopeln muss, der hindert den Mörtel daran rauszuquillen und die Schraube hier zu verdrecken. Das heißt, ehrlich gesagt, ist das ganz schön cool. Bin ein riesengroßer Fan von den Dübeln gerade. Hätte mir gewünscht, die hätten wir vorher schon mal gekauft. Die kosten echt nicht viel. Wir haben schon viel mehr Geld ausgegeben für viel größere Scheiße. Wir packen das ganz unten mal in die Beschreibung. Ich habe 20 Dübel und ich glaube 10 Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern für insgesamt 20 Euro oder so bekommen. Und dafür können wir eigentlich alle Sachen jetzt in Zukunft hier noch anbringen. Und was auch ganz wichtig ist, was wir auch lange nicht hatten und wo wir schon ein paar Sachen zerlegt haben, ist eine vernünftige Silikonspritze, damit man den Mörtel auch vernünftig aus den Kartuschen in die Wand bekommt. Man muss nämlich nicht immer das teure Zeug kaufen, wo man dann so ein Drehding hier hinten hat. Da zahlt man sich nämlich dumm und dämlich dafür, dass man das auch nicht gut rausdrehen kann. Was kommt? Es gibt immer was zu tun, ne? Sieht man ja an uns. Was erwartet uns nun? Wir haben jetzt hier wir befruchten jetzt. Nein, Alter. Insert. Ja. Insert. Insert. Fokus. Fokus, Alter. So. In die Dinge. So. Das da wollen wir vermeiden, diesen Scheißdreck. Können wir gleich mal abwischen, aber erstmal machen wir die andere. Hier ist drin, dann muss das Ganze noch abgeputzt werden an den Schrauben, dass der Mörtel nicht fest klebt am Gewinde und wir dann nachher die Montur nicht ganz ranbekommen, weil der Mörtel im Weg ist. Kommt jetzt die Hochzeit. Jetzt haben wir Zeit zum Warten. Ich hoffe, es hält. Warten. Ich hab schon andere Sachen. Ja. Alles soweit gepreppt, wie es zu preppen ging. Jetzt muss das Ganze erstmal trocknen. Und dann wird die angebracht. In der Zwischenzeit macht der Geschäftsführer hier Geschäftsführerdinge. Und der Mitarbeiter macht Mitarbeiterdinge. Ne? So sieht's aus. So, Montage soweit abgeschlossen. Jetzt haben wir gesaugt. Haben das Ganze hier ein bisschen wieder sauber gemacht. Und die Sandsäcke, wo sind sie? Die Sandsäcke auch mal an ihren, ja, vorerst an ihren Platz gebracht. Da, wo sie erstmal liegen werden, mal gucken, wenn es mehr werden, wo wir die hinmachen. Aber bis dahin werden die dort rumliegen und ab und zu den Weg nach draußen finden zu unseren Outdoor-Workouts. 1A gerade. Mann, fick dich doch. Als erstes sind wir hier fertig. Die Dipstation ist in der Aufhängung gerade, an den Diphörnern nicht gerade, also bin ich vielleicht doch nicht schuld. Jedenfalls machen wir jetzt noch ein bisschen Klimbims, Marketing, dies, das. Dann sehen wir uns nachher draußen zu den Outdoor-Workouts. Sagst du? Ja.